Liebe Bürgerinnen und Bürger, die Legislaturperiode geht zu Ende, 4 Jahre sind rum. In wenigen Wochen ist die Bundestagswahl. Es ist Zeit, Bilanz zu ziehen. Wir haben das als SPD gemacht. Ich kann das jetzt nicht alles vortragen, was wir aufgeschrieben haben. Aber ich will ein paar Schlaglichter setzen. 3 Punkte will ich nennen. Erstens, wir haben Ordnung auf dem Arbeitsmarkt hergestellt. Mit dem Mindestlohn, mit einer erhöhten Tarifbindung, mit einer Eindämmung der Leiharbeit. Wir haben zweitens in Bildung investiert. 6 Milliarden in Bildung, 3 Milliarden Euro zusätzlich in Forschung. Das BAföG haben wir novelliert für die Schülerinnen und Schüler und die Studierenden, aber auch das Meister-BAföG. Die berufliche Bildung haben wir vorangebracht in den letzten 4 Jahren. Einen dritten Punkt will ich nennen, die Rente. Wir haben die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren eingeführt. Wir haben die Mütterrente eingeführt. Wir haben jetzt Konzepte auch vorgelegt, wie wir in Zukunft weitermachen wollen. Weitermachen wollen wir mit Martin Schulz als Kanzler, eine sozialdemokratisch geführte Regierung. Denn nur dann kommen wir da weiter, wo wir jetzt aufhören mussten, weil der gemeinsame Vorrat an Projekten mit der Union in der Großen Koalition aufgebraucht ist. Und wir müssen weitermachen beim Arbeitsmarkt. Wir müssen das Unwesen der Werkverträge eindämmen. Wir müssen die sachgrundlose Befristung schlicht und ergreifend aus dem Gesetz streichen. Wir wollen in Bildung weiter vorangehen. Wir wollen das Kooperationsverbot aufheben. Ein bisschen aufbrechen konnten wir es, aber das ist nicht genug. Wir wollen als Bund in der Nationalen Bildungsallianz 12 Milliarden Euro in Zukunft in unsere Schulen investieren. Und wir müssen unsere Systeme fit machen, die Pflege. Das Krankenversicherungssystem und nicht zuletzt die Rente, ich sagte es, muss fit gemacht werden auf das Jahr 2030 und folgende. Das geht nur mit der SPD im Kanzleramt, mit Martin Schulz als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland und Martin Rabanus als Abgeordneter aus unserem schönen Wahlkreis. Dafür bitte ich um Ihre Unterstützung. Vielen Dank.